Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon, dem Spiel, wo ich jetzt zum dritten Mal versuche, die bestmöglichen Spiele irgendwie zu machen. Ja. Wir machen jetzt unser erstes Spiel im dritten Durchlauf. Und zwar ein neues PC-Konsolenspiel. Namens Spiel. Wir machen ein Spiel in der Antike. Ancient Ruins. Es soll wohl ein Adventure sein. Hauptthema. Antike. So. Hauptplattform. Ja. Das hier mit 3 Millionen. Ohne Engine, weil wir haben keine Engine. Kommt noch. Und ich jetzt. So. Alles aktivieren. So, und jetzt geht's wieder an das Eingemachte. Wir wollen Story, wir wollen ein bisschen Charakterdesign, Leveldesign, zugänglich, ja, innovativ, vielleicht weniger, Spieltiefe, so, die Länge, Missionsdesign, so. Boah, Gamer, Casual Gamer, so. Jugendfrei, ja. Und es ist so. Gameplay, Grafik und weniger Technik, dann auch weniger. Ungefähr. So. Und natürlich die wichtigsten Dinge dazu buchen. Und dann kann das mit der Programmierung schon mal losgehen. Yippie-yay, Schweinebacke. Wir nehmen halt jetzt auch so ein bisschen gerade. Der Chef. Vielleicht dann halt nochmal ein Game Designer dazu holen. Wobei, ja. Weiß nicht. Erstmal zu zweit. Ball flach halten. Das Bestmögliche rausholen. Und. Ja. Natürlich sind die jetzt nicht die schnellsten im Entwickeln. Aber die können auch noch die Entwicklung fortsetzen, damit sie Bugs auch noch rauskriegen. Und dann mal gucken. Ich glaube, uns reicht ein kleiner Messestand. Wir haben ja nur ein Spiel. Danach sollte ich eigentlich auch mal zu gucken, ein bisschen mehr gehen. Wie viele Spiele habe ich eigentlich, die ich halt anbieten kann? Und dementsprechend mich dafür entscheiden, wie viel ich darstellen will. Ich wollte gerade gucken, ob ich noch mal irgendwo die grundsätzliche Spieleinstellung oder so einstellen kann, aber nö. Und sobald wir dann die Qualitätssicherung haben. Ah, es gibt keine Medizinschränke. Ah, ja. Das können wir ändern. So. Dann können wir da auch die Spielberichte erstellen, die uns ja ein bisschen helfen. So, hey, wo ist was? Wieso, weshalb, warum und so. Na, also welche Werte sollte ich wie, wo verändern? Wäre ja ganz cool. Was wir hier natürlich machen können, ist sagen, hey, wir holen noch einen Grafiker, einen Sounddesigner rein. Und vielleicht dann doch nochmal eigenständigen Game Designer. Also brauche ich 3 weitere Mitarbeiter. Passt mit den 6, okay. Warte. So. Und den Grafikdesigner, Sounddesigner kann ich da später
woanders hinzumachen, weißt du? In die Qualitätsdinger. So viel zum Thema, am Anfang nicht gleich übertreiben. Übertreibe nicht. Versuche nur das Bestmögliche zu erwirtschaften. So. Wie gesagt, ein Grafiker. Damit unsere Spieler auch eine nette Grafik haben. Ein Soundartist. Und dann Programmierer, Game Designer. Wir nehmen noch einen Programmierer. So, und dann ist es aber auch gut, ne? Und wenn ich jetzt hier über meine Finanzen hier stolper, dann hätten wir schon erhebliche Mitarbeitergebühren. Aber mal schauen. Vielleicht brauchen die hier auch nochmal einen Medizinschrank. Die sind anscheinend irgendwie ständig krank oder so. Ich brauche nochmal einen Tee. Wo ist it? Medizinschrank, Medizinschrank, da. Und schon bin ich in den Miesen. Ist das nicht toll? So, wir suchen uns Publisher. Epicsware. Kriegen aber schon eine solide Wertung für das Ding und haben direkt 5 Auftragsarbeiten. Die klappern wir erstmal alle ab und dann sehen wir weiter. In der Zeit hoffe ich, dass wir unser Spiel halbwegs gut verkaufen. Ja, und uns mit den Auftragsarbeiten hier erstmal gut über Wasser halten können. Wir nehmen die natürlich gerne alle mit. Wenn wir genug, die hier irgendwie dran werkeln. Dadurch geht es aktuell ganz, ganz schnell. Preis gewinne ich jetzt eh nicht. Ich werde auch ein bisschen versuchen, nicht mehr so viel auf die aktuellen Trends zu gehen. Mal ja, aber im Großen und Ganzen, nö. So. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Rennspiel, das können wir machen. Genau. Rennspiel, Thema. Cyberpunk. Name des Spiels. Racing. Beziehungsweise, warte. Engines entwickeln. Neue Engine entwickeln. Okay, ich habe noch gar keine Features. Okay. Beziehungsweise, auch. Kann ich machen. Eine Gewinnbeteiligung. Zack. Spezialgenre. Nehmen wir mal das. Eine Plattform. Oh, wir können schon für das Ding. Das wäre ja cool. Wir lassen das auch so mit 2% Gewinnbeteiligung, damit möglichst viele mein Ding halt holen. Wir machen 3. Wir gehen das Risiko ein und sagen 3%. Automaten Engine. Warte.
Rötomat. Version 0.1. Weil da ist ja eigentlich noch nichts drin. Das ist nur definiert. So. Achso, ich muss mindestens ein Feature hinzufügen. Ich habe kein Feature. Dann nicht. So, dann das Spiel entwickeln. Okay. Ohne Engine, weil ist nicht. Und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Spiellänge, vor Spieltiefe, du musst halt fahren, ne? Zugänglichkeit, ja. Innovation, vor Story, nicht so. Charakterdesign, ja. Level Design, ja. Dann habe ich sogar noch ein bisschen Luft frei. Gehen wir in die Innovation. Beziehungsweise mehr Level Design, mehr Missionsdesign. So. Für Casual Gamer ein bisschen. Darf ruhig jugendfrei sein. So. Gameplay. Ja, wichtig. Grafik ein bisschen. Und weniger. So. Ungefähr. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Okay. Zoom macht klug. Was anderes habt ihr hier noch nicht, ne? Okay. So. Hier oben. Vorher veröffentlicht Spiel will ich nicht wissen. Konkurrent veröffentlicht Spiel für eigene Konsole. Will ich nicht wissen. NPC-Entwickler kündigt ein Spiel an. Will ich nicht wissen. Neue Konkurrent will ich nicht wissen. Konkurrent wird geschlossen. Nö. Neue Kopierschutz? Ja. Anti-Cheat-Software? Ja. Dann gucke ich da vielleicht auch mal mehr hin. Neue NPC-Engine interessiert mich nicht. Neue Forschung verfügbar. Neue Plattform verfügbar. Nein. Plattform vom Markt genommen. Ja, gut, okay. Goldene Schallplatte erhalten. Nö. Dann wird mir da oben auch weniger angezeigt und mehr Wichtiges. So, meine bisherige Bilanz sieht eher so mehr aus. Weil schon die Jahresbilanz war das, ne? Jo. Wir haben halt sehr viel in Forschung gesteckt und Baukosten gehabt. Jo, ne? Läuft. Oder halt auch nicht so. So, jetzt haben wir schon da oben neue Features. Das heißt, wir können die Themen erstmal links liegen lassen. Schauen wir mal, was wir machen können. Neue Trendgeschicklichkeit Feen. Ich habe keine Feen. So, das ist jetzt fertig. Dann Publisher suchen. Gehen wir wieder zu dir. Für die Marktstärke oder beziehungsweise für Beziehung zueinander. Okay. Dann ein bisschen Auftragsarbeit. Komm. Aufgabe abbrechen. Was ist das? Qualitätssicherung kostet 20.000. Ah, komm, machen wir. Damit wir vielleicht frühzeitig gut vorankommen. Die Werkstatt würde ich auch gerne haben, damit wir die Automaten kriegen.
Das wäre schon nicht verkehrt. In der Zeit hier nochmal ein Spiel entwickeln. Ja, Geschicklichkeit, Hauptthema. Den haben wir wahrscheinlich nicht, ne? Piraten. Captain's Treasure. Quasi die Schiffe versenken nur anders. So, das Ding. Mal alles drin. Zack. Tiefe, ja, zugänglich, Innovation, ja, nicht so. Story, ja, eher Charakterdesign, Leveldesign vor allem. Müssen wir zusammen ein bisschen weniger. Ja. Charakterdesign ein weg. Ja. Schwierig. Gameplay wichtig. Grafik ein bisschen, Sound weniger, Technik, abgenickt von Technik. Okay. Checkpoints. Sachen gibt's. Erstmal weiterentwickeln. Kann sie nun schon handeln. Da muss aber jemand dringend auf Klo. Dringend. Unser erstes Spiel ist direkt vom Markt genommen. Passiert. Das wird nicht das letzte sein. Jetzt sind wir hier mit dem Sommerloch. Egal, müssen wir trotzdem die Spiele raushauen. Wir haben zwei Spiele. Dann bewerben wir doch mal beide. Bin geneigt dazu, die Forschungsabteilung ein klein wenig zu beschleunigen, indem wir dem Ganzen hier noch eine Bürokraft dazugeben. Ich glaube, es musste ja dann auch ein bisschen größer. So. Aber wie ihr seht, ne, ich mache nur ein und nicht 30. Wissenschaftler einstellen. Zack. Viel Spaß. So, ihr habt fertig. Dann Publisher suchen. Epics. Epics regelt. Das sieht halt finanziell nicht unbedingt optimal aus. Aber da kann man noch einiges machen. Ich habe jetzt auch schon teure Sachen teils erforscht. Was halt nicht unerheblich ist, ne? Future Racing auch schon vom Markt. Eigene Musik, Grafikstudio, Soundstudio machen. Werkstatt auf jeden Fall. Da
damit wir ziemlich bald die Automatenkacke machen können. Weil das rentiert sich ja dann doch schon. Wenn ich das dann wiederum portiere auf andere, sieht das auch wieder ganz anders aus. Ja, ja. Wollen Sie mal nicht rum, ja? Gleich wieder direkt insolvent. Spiel entwickeln. Ich habe jetzt noch kein Denkspiel gemacht. Aber es ist auch nicht im Hype. Überhaupt nichts. Eigentlich eher unbeliebt. So Hacken. Ein Hacken-Denkspiel. Datenklau im Hühnerbau. Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde es bestimmt kaufen. Vielleicht. Weiß nicht. Bin mir noch unsicher. So, ruhig in allen Sprachen. Zugänglich eher nicht so in Innovation. Ja, Spiel tiefer auf jeden Fall. Und so. Vielleicht auch so. Story ist quasi nicht vorhanden. Charakterdesign auch nicht. Leveldesign, ja. Missionsdesign ist, glaube ich, wichtiger als dann das Leveldesign. So. Für Core Gamer. Irgendwann. Machen wir ab 12. Es ist sehr schwer. Es ist ein Denkspiel. Das Gameplay muss funktionieren. Die Grafik nicht unbedingt. Der Sound. Die Technik muss funktionieren. Okay. Viele Fans sind begeistert von der Steuerung von Captain Smasher. Okay. Erstmal weiter fortsetzen. Wegen der Bugs. Oh, Tablet 1 vom Markt. Okay. Ging jetzt aber schnell. Das ging sehr schnell. Muss ich dann generell mal gucken, was ich vielleicht hier noch an Systeme mir aneigne. Dass ich vielleicht dann doch nicht einfach jedes kaufe oder so. Oder für jedes Ding einfach entwickle. So, Werkstatt ist fertig. Werkstatt, ja. Machen wir so. Beziehungsweise können wir tatsächlich ein bisschen verkleinern. Muss ja immer nur einer rein, ja? Weiß nicht, wozu er einen Schrank braucht. Fürs gemütlich fühlen, aber hey. Vielleicht auch eher um Schränkchen, Schrauben dorthin zu befüllen oder so. Ich habe keine Ahnung. Mülleimer, ja, kriegt er. Eine Heizung zum nicht frieren. Eine Uhr, damit man weiß, wie am Feierabend ist. Licht, damit er auch nachts arbeiten kann. Eine Kaktus, damit er weiß, wie draußen die Natur aussieht. Und hier ein Retro-Bild. So, müssen wir noch einen Techniker einstellen. Haben wir aber nicht. Aber vielleicht gleich. So, ihr forscht mal das Rollenspiel.
Okay. Und vielleicht jetzt hier ein Techniker? Nein, kein Techniker. Auch keine Lösung. So. Hier fertig. Dann mal Publisher suchen. Oh, wir nehmen dich. Wer hätte es gedacht? Und kriegt auch eine gute Wertung. Keine Auftragsarbeit. Sehr schade. Wie lange hält denn hier der Tempo? Noch 27 Wochen. Wir können ein Automatenspiel schon mal machen. Jetzt haben wir so erstmal die Engine dafür. Ja, ja, passt. Hier. Ja. Cookie. Mart Engine. So. Version 1.0. Weil jetzt habe ich ja schon ein paar Features mehr. Achso. So, ich kriege hier meine Sachen verkauft. Ja, mein Jahresgewinn sieht wieder übel aus. Haben wir jetzt einen Techniker? Wir haben einen Techniker. Wo ist der Techniker? Da ist der Techniker. Kommst du mal rein hier. Ich habe auch nichts zu tun. Automatische Produktion. Das fertig, dann Spiel entwickeln, Automatenspiel, Geschicklichkeit, Thema, Superhelden, Super Action Hero. Für das Ding mit der Cookie-O-Mart Engine. Ich habe ja schon das Ding, hat eine 68er Wertung. Was haben die gesagt hier? Ne, das war das Denkspiel. Geschicklichkeit. Zu sehr für Core Gamer. Mehr Innovation. Bestes Missionsdesign. Zu schwierig. Gewalt. Das waren viele Informationen auf einmal. Also zu sehr für Core Gamer. Zu viel Gewalt. Ja. Mehr Innovation. Schwer. Mehr Missionen. So, 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 so. Mal probieren. Alles geeignete rein da und dann schauen wir mal, wird schon. Forschungsabteilung mal wieder fertig mit den Nerven. Schon können sie weitermachen. Oh nein, minus 14 Gameplay Punkte. Oh nein. Wie soll ich denn das nur wieder aufholen? Wahrscheinlich gar nicht.
So, Entwicklung fortsetzen. Wir haben eine Auftragsarbeit in der Entwicklung. Okay. Wäre jetzt schön, würden wir an Geld kommen. Weil die Insolvenz naht. Aber zur Not muss ich halt dann am Anfang direkt hier Kredite aufnehmen. So, das hier scheint auf jeden Fall gute Wertung zu bekommen. Können wir selbst vertreiben zu den besten Preisen. Und dann schauen wir mal. Okay, zweite Plattform wurde freigeschaltet. Das ist doch schon mal schön. Dann erstmal hier die Auftragsarbeiten. Zack. Haben wir die Arbeit vor der Arbeit. So, und er hier in der Werkstatt kriegt halt erst weitere Kollegen, wenn er halt alleine nicht mehr zurechtkommt, weil es einfach zu viel ist oder so. Das ist jetzt so grob mein Plan. Aber ja, ich muss einen Kredit aufnehmen. Bis ich halt wirklich massig verkauft habe von irgendwas. Einfach nur, um hier die Insolvenz jetzt abzuwehren. So, Spiel entwickeln. Hauptgenre, Rollenspiel. Hauptthema. Mittelalter. Medieval. Medieval Times, so. Nicht lange überlegen, einfach was machen. So, nehmen wir die Cookie Mart Engine. Wir müssen jetzt gucken, DevKits mäßig. Was macht da Sinn? Marktanteil und Personen, die es besitzen, der Teppel und der Katari. Dann nehmen wir die zwei. Also das haben wir auch aktuell nicht, okay. So, dann. Und Story. Charakterdesign, ja. Charakterdesign, ja, nein, vielleicht eventuell zugänglich, ja, weniger. Innovation, weiß nicht, Spieltiefe, ja. Die Länge, ja. Auch alles. Und noch viel mehr. So. Eher was für Core Gamer. 12, ja gut, passt. Bisschen schwierig. Grafik ein bisschen mehr davon. Das ein bisschen weniger. Vielleicht auch eher so. Irgendwie so. Und alles mögliche aktivieren, was irgendwie nötig und sinnvoll ist. Habt ihr hier inzwischen... Nee. Dann nicht, da haben wir nichts gesagt. So, nebenbei die Qualitätssicherung hatte ich doch schon, ne? Genau.
Dann machen wir die hier fertig. Weil die kann ich ja dann direkt mit reinzimmern. Denn das wird hier mir nicht fair. So, hier ist eine tolle Uhr. Lampe 2 kriegst du, so. Brauch auch nicht rumheulen. Hier ist eine andere Pflanze als alle anderen. Nur Special. So, den muss ich noch umplatzieren, dann kommt er da hin. Und dann Spieletester haben wir. Wir haben eine Legende, ein Game Designer. Die ganzen Legenden würde ich halt schon irgendwie mit reinholen und gegebenenfalls eher was anderes kündigen. Vielleicht jetzt nicht direkt am Anfang, aber ihr wisst, was ich meine. So. Erstmal Gameplay verbessern. Alles Mögliche. So, mittlerer Messestand, ne? Mehr, ach doch, ich habe noch was, okay. Dann nehmen wir tatsächlich den. Achso, ja klar, wir haben 2 veröffentlicht und 1 ist noch in der Mache. So. Aufgabe abbrechen und dann sonstiges Marketingabteilung. So, und jetzt mit der Bank telefonieren. So, 1 Million. Dann zusehen, dass wir nicht noch mehr verbraten. Im Moment mache ich ja auch ein Plus. Manchmal. So, erstmal noch Entwicklung fortsetzen. Es gibt nicht genug Wasserspender und Kaffeemaschinen. Okay. Mein Fehler. Wie konnte ich das vergessen? Insbesondere Kaffeemaschinen. Der Leute gehen sie einem wieder für an Hals, ne? So. Kein Kaffee. Wie kannst du nur? Kein Kaffee ist auch keine Lösung. Ist ja so. So, ist es jetzt fertig? Nee, es ist noch nicht. Guck mal, der muss ja noch. Der ist ja noch voll mal dabei. So, und wieder ein Spiel vom Markt. So, jetzt können wir es meinetwegen veröffentlichen. Gehen wir. Zweck Marktstärke für SMK. Das erhöht halt auch nochmal unsere Verkäufe dann. So. Fortsetzung wurde freigeschaltet. Das ist doch gut. Aber erstmal Auftragsarbeiten. Und ich sehe auch, wir sind am Ende der Folge. Das heißt, wir machen hier dann weiter in der nächsten Folge von Mad Games Tycoon 2. Bis dahin viel Spaß und noch vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.